Weiter geht's mit einer neuen Folge Russian Fishing 4. Heute suchen wir uns den Dryagin-Saibling. Also, legen wir los. Ab erstmal zum 19er. Also 19 Meter Loch hier oben. Und dann schauen wir uns mal an, wo wir uns da hinstellen und mit welchem Köder und welcher Montage wir ihn fangen. Rennen wir da erstmal hin. Also, ich stehe jetzt hier auf 96, 186 und hier probieren wir das einfach mal aus, auf den Saibling zu gehen. Ich schnapp mir dazu mal meine, wo ist sie hin? Da ist sie, meine Wechsler. Und ja, ausgerüstet ist sie ja auch schon. Genau, das ist so das Setup. Und ich gehe mit der ganz normalen Kunstködermontage, relativ leichte Schnur, 11 Kilo Vorfach und dem Hunter 1001, der mehrfach in den Rekorden auch zu sehen ist. Mit denen gehen wir da jetzt ran. Und ich baller erstmal grob raus. Wenn man jetzt hier so schaut, ist das ziemlich mittig rein hier in dem Bereich 19 Meter. Ich habe auch hier oben schon mal probiert, mehr in diese Richtung. Es ist irgendwie noch ein seltener Fisch. Zumindest einer, wo man nicht zwingend eine hohe Bissfrequenz irgendwie hat. Also es ist schon immer ein bisschen tricky. Zumindest im Moment noch. Zack, da geht schon einer dran oder irgendetwas dran. Und da muss man natürlich auch mal schauen, man kämpft natürlich auch immer hier mit den Saiblingen, mit dem Seesaibling. Auch nicht schlecht. Zack, da ist er. Auch nicht schlecht. Wenn er maßig ist, ist es natürlich auch ein schöner Fisch, der Seesaibling. Es passiert auch schon mal, deswegen drücke ich hier zwischendurch R, wenn der Köder absinkt. Es passiert auch schon mal, dass währenddessen einer dran geht. So. Jetzt ist er stramm. Und es ist tatsächlich schon Biss. Einmal nur gejiggt, einmal nur angezogen. Und schon war da Biss. Gucken wir mal, was da geht. Was halt ein bisschen schade ist. Also auch da wieder was Kleines jetzt. Ne? Ich habe jetzt einen 11 Kilo Vorfach. Vielleicht ist es auch nur ein Barsch. Vielleicht ist es auch nur ein Barsch. Ein Barsch. Das macht das Gewässer natürlich ein wenig anstrengend, sagen wir es mal so. Die ganzen Barsche hier. Ich habe gerade eine 17er Einholgeschwindigkeit und gehe hier relativ entspannt vor. Auf der Tagara mache ich quasi nur eine halbe Umdrehung. Zwischendurch gehe ich auch mal durch, mache eine ganze Umdrehung. Also Hauptsache, man macht hier eine Jig-Führung. Und dann hofft man natürlich, dass einer dran geht. Ich mache immer wieder diesen Anschlag. Also irgendwie habe ich mich dran gewöhnt, Steuerung, Rechtsklick, zumindest mal eben einmal reinzuhauen. Ob das jetzt wirklich den Unterschied macht oder nicht. Da ist er! Winzig klein, aber zumindest schon mal Zielfisch. Zumindest schon mal der Zielfisch. Und davon wollen wir jetzt noch ein paar große Kandidaten. Nochmal raus damit. Absinken lassen. Und da ist schon Biss. Ist das? So wollen wir das haben. Das ist das Beste, ey. Das ist das Beste. Ich habe schon echt überlegt, ob ich hier drei Ruten nehme und drei rauswerfe. Einfach nur, damit dreimal der Köder absinkt. Und da, wo dann Biss ist, das Ding ziehe ich als erstes rein. Weil es ist mehrfach echt passiert, dass es dann beim Absinken, dass dann quasi der Biss kommt. Zack, da geht noch einer rein. Da geht einer rein. Gucken wir mal, was es ist. Stürzt sich so ein bisschen runter. Könnte er Zielfisch, oder? Zielfisch. Immerhin Zielfisch, noch nicht ganz so groß. Da geht noch mehr. Da geht noch mehr. Und das war jetzt mit Einholgeschwindigkeit 30.
absinken lassen und dann einfach konstant eingekurbelt. Geschwindigkeit 30 auf der Tagara, also schon ein ziemliches Tempo, einfach durchgezogen. Ich mache nochmal Pause und weiter durchziehen und bis. Kurz der Anschlag wieder. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Einfach mit reinkurbeln. Ne, das ist der Seesaibling. Und dann machen wir nach da so. Zack, ein bisschen absinken lassen. Ja, das müsst ihr euch einfach mal angucken, auch wie die Bewegung von den Huntern im Wasser ist, ne? Also wenn man wirklich so locker lässt, verhält sich der Hunter halt gänzlich anders, als wenn man jetzt einfach durchzieht und dann ihn so runterfallen lässt. Also es ist immer eine ganz andere Bewegung, die der Köder dann macht. Einfach mal hier ist ja auch noch ziemlich klares Wasser. Hier oder am Kristallsee mal gucken. Nicht so ganz weit auswerfen und dann einfach mal ein bisschen rumexperimentieren. Wie sieht das aus, wenn? Und wenn man das so macht und dann einfach aufhört, schwimmt der hinterher und sinkt so langsam dann runter. Und wenn man das Einkurbeln so schnell jetzt hier auch macht, dann aber auch locker lässt, dann stürzt der regelrecht nach vorne runter. Und am Kristallsee war es häufig so, dass man dann auch wirklich Fische gesehen hat, die sich dann da hinterher gestürzt haben, dass das dann wirklich hart getriggert hat. Das kann man übrigens dann am Kristallsee auch mit dem Boot mal ausprobieren. Mit zwei Ruten schön schleppen und dann schlagartig Rückwärtsgang einlegen. Und da geht der nächste rein, jawohl. Ich habe ein bisschen Angst mit der Bremse. Okay, ich glaube, so passt's. So passt es schon. Jawohl, wenn er jetzt runter geht, stürzt sich in die Tiefe, wehrt sich ein bisschen. Ein Seesaibling. Ja. Zack, bam. Alter. Auch der Hammer. Gerade eben mal den Köder gewechselt. Ausgeworfen, erster Wurf. Und ich hoffe, es ist auch wieder der rote. Denn dann wäre das für mich der zweite große rote Triagin auf diesen Köder. Na? Ja. Bäm, Alter. Immerhin 2,4 Kilo. Das ist doch schon mal ein schön feistes Gerät, Alter. So muss das sein. Sehr, sehr gut. Geiles Teil. So wollen wir das haben. Und noch mehr. Also, gerade eben gezogen auf den Soturi 22 Gramm. 2210. Da natürlich auch einen fetten Puschelhaken drauf. Vierer Puschel. Schön. Und da geht tatsächlich noch einer rein. Gucken wir mal, was es ist. Ich habe ja hier tatsächlich auch mal ein bisschen Angst vor Hechten. Genau sowas hier. Puh. Oha! Und da ging noch mal einer rein. Gucken wir mal, was es ist. Das ist doch schon mal schön. Wehrt sich auch ganz vernünftig. Hält gut dagegen. Ich habe jetzt hier ein wenig nochmal rumprobiert in verschiedensten Richtungen. Jetzt habe ich hier gerade nochmal in Richtung der Felsen gerade vor mir hier nochmal geworfen. Ah,
Fetter Seesaibling 3,4. Auch nicht schlecht. Nimmt man natürlich auch gerne mit. Und ich habe gerade noch mal den Köder geändert auf dem Soturi 22 Gramm 009. Davor hatte ich ja gerade den goldenen. Das ist jetzt eher der kupferfarbene. Auch ein schöner Fisch. Nicht ganz der Zielfisch. Aber immerhin auch wieder ein schöner Saibling. So, jetzt gehen wir hier in den Abendstunden nochmal mit dem Hunter 1001 hier dran, mit dem blauen. Einfach nochmal schön entspannt. 17er Einholgeschwindigkeit. Einmal hier durchziehen, schön gejiggt. Und da geht einer rein. Einfach mal wieder nur durchgezogen. Einfach mal wieder nur durchgezogen. Gucken wir mal, was es wird. Hat Gewicht. Zieht ab. Ich hoffe, es ist kein Hecht. Kleine Kopfschläge. Einfach nur konstant durchgezogen. Einholgeschwindigkeit 17. Schauen wir mal, was es ist. Das sieht nicht nach Hecht aus. Fetter Seesaibling. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Also, was haben wir denn jetzt hier? So als Fazit, man fängt Saiblinge. Man fängt Saiblinge. Man fängt die Seesaiblinge, man fängt zwischendurch ein paar Barsche, aber man fängt eben auch den Dryagin. Allerdings ist es eher ein seltener Fisch. Muss man sich wahrscheinlich mit abfinden. So richtig leicht zu angeln ist er leider nicht. Immer wieder schwierig, ihn zu kriegen. Immer wieder verschiedene Köder ausprobieren. Also ich habe verschiedene Blinker jetzt schon ausprobiert. Wie gesagt, so fixiert auf dem blauen war ich nicht. Ich habe auch einfach andere Farben ausprobiert. Aber man kann schon sagen, mit dem hellblauen Hunter klappt es im Moment. Ich werde jetzt hier nochmal ein bisschen weitermachen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder im nächsten Video. Bis dahin den Kanal abonnieren, die Glocke schon mal drücken. Ich ziehe noch ein paar raus.